Ja, Beyond Two Souls, das neue Spiel von Quantic Dream, den Heavy Rain Machern. Und ich bin echt mal gespannt, was mich da erwartet. Ich habe extra keine Preview gespielt, nichts angeschaut vorher. Ich weiß nur Ellen Page, Willem Dafoe und wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele Zwischensequenzen. Ich starte das Ganze jetzt mal und bin gespannt, was so am Anfang kommt, weil ich befürchte ja, das Ganze ist sehr Ich habe abgehoben. seit meiner Geburt eine Gabe. Aha. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Das nenne ich mal Gesichtsanimation. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier Ja, das war Ellen Page übrigens, für all die es nicht wussten. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Und da ist ein Polizist. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Ich weiß es. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn ich jetzt Pech habe, dann geht das Intro 60 Minuten lang und die erste Stunde des Spiels ist Ich kann Ihnen aufgenommen. nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. Ohne dass ich was gemacht habe. Ich will steuern, So nicht kommen wir nicht zuschauen. weiter. Ist das eine Narbe? Ich bin aber auch zu ungeduldig Ist für hier so sowas. ein... Ups. Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie Yes, sollen Willem unbedingt auf Dafoe. mich warten. Geil, der gute alte Hollywood-Knochen. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Okay, und der mag Ellen Page diesmal nicht. Verdammte Idioten! Obwohl sie so süß aussieht. So ein bisschen wie Sinéad O'Connor. Wahrscheinlich sind sie gleich Nothing Compares to You. Ich weiß. Oder sie lässt sich tätowieren im Gesicht. Sie kommen. Aber dafür, dass das PS3-Szenen sind, muss man einfach sagen. Das, was so Gesichter und Menschen darstellen angeht, da Moment, kann man was ist hier Quantic Dream los? echt nichts Egal, wie vormachen. wir heute reinkamen, wo ist sie? Wie schön die auch alle glänzen. Dürfte ich jetzt vielleicht doch mal irgendwas spielen? Achtung, Erschreckeffekt. Komm. Das könnt ihr nicht machen ohne Erschrecker. Wo ist die Olle jetzt hin? Wo bin ich jetzt? Ich kapiere jetzt schon nichts mehr. Bitte keine verwirrende, unchronologische Reihenfolge der Geschehnisse, dafür bin ich zu alt. Jetzt fehlt offensichtlich was. Jodie, was hast du getan? Für ein kleines Mädchen? Respektabel, würde ich sagen. So ein Kind kann man als Eltern auch mal nachts alleine losgehen lassen, ohne dass man gleich Angst haben muss, wenn die Laternen angehen. Okay, das ist offensichtlich jetzt der Zeitstrahl.
der das Spiel zusammenhält. Und ich bin bei das Experiment, was noch vor dem Prolog stattfindet. Also vor dem Vorspann. Naja, mal schauen. Vielleicht darf ich auch immer noch spielen. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, jetzt kommt die typische David Cage Haushalts- und normale Dinge machen Aktion. Ah, ein Tutorial. Okay, das heißt, wo der weiße Punkt ist, muss ich hinzeigen mit dem rechten Stick. Das ist mal was für Profis. Ah, Barbie-Puppe anschauen. Juhu, mit der habe ich früher auch immer gespielt, meiner Schwester. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Allerdings sind da immer üble Dinge mit Ken passiert und deswegen wollte sie immer nicht mehr mit mir spielen. Ah, okay, jetzt kann ich sie endlich steuern. Mit dem linken Stick ist nicht mehr so eine fiese Steuerung wie früher bei Quantic Dream Spielen gern mal, wo man sich wie so ein Boot gesteuert hat selber. Da geht's nicht lang, Jody. Oh, nicht mal ins Bad darf man freiwillig schauen hier, ey. Der blöde Pfleger dazu, was will denn der von mir? Der ist doch eh irgendwie ein Schwein. Na gut. Die Bude anschauen. Oh. Okay, X ist dann schauen, wenn irgendwas zum Schauen ist. Mit dem rechten Stick kann ich ja auch ein bisschen die Kamera verändern. Oh, Six Axis. Dass ich das noch erleben darf. Es gibt Six Axis-Funktionen in diesem Spiel. Unglaublich. Damit ist Quantic Dream wahrscheinlich der einzige Laden, der diese Six-Axis-Steuerung nicht schon komplett aus dem Fenster geschmissen hat. Aber solange es einigermaßen funktioniert, kann ich es gerade noch akzeptieren. Ich habe nur gerade jetzt überlegt, was da überhaupt ist, weil ich nicht mehr an Six-Axis gedacht habe. Okay, Nathan wartet auf uns. Wer wartet auf uns? Das klingt nicht gut. Mhm. Der Mann irritiert mich. Ah, verdammt! Ich hab mich. Hi Cole! So, hey Alan! Überall böse Männer. Schnell weg, Kind. Er war vor zwei Wochen fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Ja, und so geht das jetzt die nächsten 12 Stunden weiter. Und dann kommt ein Abspann. Dieses Jahr regnet es viel. Ja, das habe ich schon bemerkt, dass ich mich umsehen kann mit dem rechten Stick. Und ich nehme an, ich soll die offene Tür hier nehmen. Das tue ich. Juhu, ein Psychotest. Ziemlich gut. Wenn ich jetzt mal sie so anschaue und Willem Dafoe anschaue, ist das ungefähr 10 bis 15 Jahre früher als der Vorspann, den man gerade gesehen hat. Also in der Story natürlich. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Oh ja. Yeah, Oculus Rift. Jetzt bist du ein 2015 Edition. Oder so ein Gehirnabtastteil. Wie die, die man auf der GDC mal ausprobieren kann. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Ja, richtig glücklich schaut sie nicht rein, die Kleine. Ja, das ist wie bei der Jody, Bundeswehr. Kannst du mich hören? Ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte sieht. Sie sieht aus wie eine dieser Frauen aus dem Astronomiefernsehen. Glaubst du, das wird gehen? Ja. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Ach so, jetzt soll ich wissen, welche Karte sie hat, oder was? Sie ist im anderen Raum, Aiden. Zeig mir die Karte. Okay. Jetzt kann ich mit dem... Ah. Meine Geisterpräsenz Aiden kann jetzt quasi
durch die Wand fliegen. Den steuere ich jetzt hier mit dem rechten Stick. Mit Dreieck habe ich ihn offensichtlich aktiviert. Und jetzt sehe ich, ach, die Olle hat ein Sternchen genommen. Jetzt darf ich es auswählen. Und alle sind verwundert, dass ich das Richtige weiß. Nächste Karte. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert, wenn ich absichtlich das Falsche nehme. Und weil ich ein doofer Idiot bin, mache ich das natürlich. Schau, das ist einfach kam. So, vier, mal raten. Nächste Karte. War es am Ende richtig? Ich habe absichtlich was Falsches hier. So einfach machen wir das schlimme Spiel jetzt mal hier nicht. Die Wellen hat sie genommen, aber ich behaupte, es wäre der Kreis. Konzentrier dich, du schaffst das schon. Ja, genau. Na gut, dann sind es die Wellen. Muss ich jetzt nochmal gucken oder bleibt es dabei? Muss mal schauen, was passiert denn, wenn ich damit weiterfliegen möchte. Na gut, so wie zum Thema lineares Spiel. Was ist hier? Okay, weiterhin die Linien. Zack, zack. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. So, die sind rechts von dir. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Ja, ich kann die Klötze umwerfen, aber erstmal will ich wissen, was passiert, wenn ich zu euch fliege. Ja, Arschkram. Ah, mit L1 kann ich jetzt hier irgendwie. Hihi. Spürst du das? Die Überraschung. Gefallen. Er ist hier. Ach toll, da kann man die Leute hier manipulieren. Ist ja lustig. Wie weiß, was passiert auch. Natürlich spielerisch so. Aiden, du sollst mir helfen. Jetzt. Oh, geil. Aiden, lass ihn in Ruhe. Das ist lustig. Jetzt bin ich in den reingeschlüpft offensichtlich und mache jetzt ein bisschen Schabernack hier. Mal schauen, was geht. Hey, Greg. Oh, kann man nicht. Alles klar? Schade, aber lustig, dass es geht überhaupt. Ja. Nein, nein! Die Computer kaputt machen. Hey, was war das? Ja, bisschen Leute erschrecken macht immer Spaß. Aiden, bitte! Aber da das Mädchen weint, machen wir das, was das Spiel vorgibt, nämlich hier die Klötze umwerfen. Das ist dafür da, um mir zu zeigen, wie ich das kann, mit Sticks ziehen. Quatsch. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Was soll ich noch bewegen? Gerne den ganzen Tisch kaputt. Ich könnte ja auch gleich der Frau vielleicht die Frisur richten oder sowas. Die sieht ja schon arg aus, die Olle. Noch was? Das geht auch noch. So, jetzt haut sie ab vor Angst. Mal, oder? Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist noch ein. Die Tür ist verschlossen. Sie Nein, ist wirklich verschlossen. Sie ist verschlossen. Sie lass mich hier raus. Lass ja? mich hier raus. Los. Da kommt nicht raus. Ja, ich mach hier. Angst. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Ich hab nichts. Diese Frau so lang. Wie sie da ist. Werden wir Versuche durchführen oder sind wir wundern? Kinderversuche machen. Wir müssen sie da rausholen! Bitte! 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 Bitte!
ist vorbei, Jodie. Gerade wo es Spaß gemacht hat. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Ja, und wenn man einen Geist rumschickt, kriegt man Nasenbluten. Jetzt weiß ich, wo das immer herkommt.